Sepp. Und herzlich willkommen zur Rap-Show. Riesenerfolge, Reaktionen auf Disses, angekündigte Disses, Gerichtsverfahren, Insta-Beef und ein emotionales Ende. Ich bin Mr. Rap. Dranbleiben. Ladies and Gentlemen, der Cheat Day ist eingeläutet und wenn Cheat Day, dann richtig und zwar mit internationalen Snacks und Süßigkeiten von der Sugar Gang. Mit dem Code MrRap10 gibt es auch noch 10% Rabatt, also rein in die Wampe. Eieieiei, Leute, wir haben eine pickepackevolle Sendung, von daher starten wir direkt rein und gehen mal ganz entspannt mit Erfolgsnews rein, denn am Freitag brachte Raf Camora ja einfach so ohne Ankündigung plötzlich sein neues Album Zukunft raus und am Samstag dann postete Raf Camora die Top 10 Singles des Tagesliste von Spotify und man sieht, 8 von diesen Top 10, also von diesen 10 Liedern, sind tatsächlich vom Album von Raf Camora. Raf Camora führt also mal wieder die Top 10 komplett, also da wird gestreamt, das ist unglaublich. Die restlichen beiden Lieder, die nicht von Raf Camora sind, sind dann einerseits von Jamule und das andere von Kapi, Farid und Contra. Weitere kleine, aber wichtige Nebeninfo zum Album. Auf dem Titeltrack zum Album gab es ja von Raf Camora auch die Line Fitner, 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 frag mal Roos. Und diese Line wurde offenbar von dem einen oder anderen als kleine Stichelei an Roos gewertet, allerdings Raf Camora stellte es direkt klar. So schrieb Raf Camora in seiner Instagram-Story, die Line auf Zukunft war selbstverständlich nicht gegen Roos, den ich seit Jahren kenne, sondern ein klassischer Shoutout. Hashtag gib Fitner keine Chance. Gib Fitner keine Chance. Ich sag mal so, ich bin so kurz davor, das persönlich zu nehmen. Von daher kommen wir jetzt zu Fitner. Ebenfalls letzten Freitag kam ja der neue Track von Asche mit dem Namen Death Note raus, auf welchem unter anderem auch Negative OG gedisst wurde mit der Zeile Negative OG lutscht bei dir auf der Couch und du sagst zu deinen Freunden, dass der Junkie Lady like blowt. Und hier haben wir tatsächlich eine kleine, aber feine Reaktion von Negative OG. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wurde er nämlich gefragt, wurdest gedisst von Asche und antwortet, von wem? Hui! Da geht's auf jeden Fall heftig zur Sache. Wen Asche ja auch das ein oder andere Mal gedisst haben könnte, ist Sinanji und auch von dem gibt es eine kleine, aber feine Ankündigung. Ebenfalls im Rahmen einer Fragerunde, Sinanji wurde nämlich gefragt, ob dieses Jahr noch ein Album oder ein EP kommen werde und er antwortete, paar Singles, die er noch rumliegen habe, werden kommen und danach mache er ein hartes Album oder eine harte EP. Darauf werden auch einige ihr Fett abbekommen und einige werden ihre Mütter gehackt. Keiner wird vergessen, keine Sorge, Hashtag Sonny Red. Sonny Red, Sonny Black. Ich denke, da wird uns noch das ein oder andere kleine Sticheleichen erwarten. Apropos Bushido. Flair haute vor kurzem folgenden Tweet raus. Zivilverfahren Bushido gegen Flair. Streit um Rechte an Carlo Koks Nutten. Landgericht Berlin, 20.07.2021. Hashtag abwarten. Das ist tatsächlich heute. Und bei Roos im Livestream sprach Flair tatsächlich vor kurzem dann nochmal über den heute stattfindenden Gerichtstermin zwischen ihm und Bushido, sagte, das sei kein Prozess im klassischen Sinne, sondern eine richterliche Anhörung, weil Bushido ja dagegen vorgehen wollte, dass Flair und Bastardan Hengst CCN rausbringen. Es gehe erstmal nur vorläufig um eine Unterlassungsverfügung von Bushido gegen Flair, ob das jetzt quasi unterlassen wird, CCN und so weiter oder nicht. Auch sei bei dieser Anhörung keine Anwesenheitspflicht, es könnten theoretisch auch nur die Anwälte die ganze Sache klären, Flair werde nicht hingehen, aber laut Flair habe das LKA bereits den Richter informiert und der Richter dann wiederum die Anwälte, dass Bushido offenbar heute dort erscheinen wird. Bei dem Termin wird sich dann heute auch klären, ob man die Jacke mit CCN-Logo rausbringen kann und das Album CCN nennen darf und so weiter. Laut Flair habe Bushido erst Flair eine Unterlassungserklärung geschickt, von wegen hier, unterlass das bitte. Flair habe das nicht unterschrieben, sondern quasi Fakten erwidert und Bushido habe daraufhin eine eidesstattliche Versicherung unterschrieben, dass Bushido sich CCN ausgedacht habe und sogar den Track von Flair, Carlo Koks Nutten, wo das CCN-Ding ja das erste Mal aufkommt, geschrieben habe. Mit dieser, laut Flair, Lüge habe Bushido eine Straftat begangen, weil eidesstattliche Versicherung und Lügen Straftat. Laut Flair habe Bushido dann eine Woche später allerdings eine andere eidesstattliche Versicherung hinterlegt, hingeschickt, wo dann gesagt wurde, ja, Flair hat es doch selber geschrieben. Flair bezeichnet diese Vorgehensweise von Bushido und dem Anwaltsteam dahinter dann noch als albern. Und mehr zu dem Ausgang des Verfahrens, des Prozesses und so weiter werden wir vielleicht ja auch schon heute erfahren, denn heute ist es soweit. Aber mehr zu Flair gibt es bereits jetzt schon und auch hier geht es ein klein wenig um Recht und Gesetz. Denn vor kurzem zeigte Flair in seiner Instagram-Story Screenshots einer Insta-DM-Unterhaltung zwischen ihm und Sebastian Leber, einem Journalisten beim Tagesspiegel, bei dem Flair auch schon mal vor der Haustür stand.
Leber hatte Flair offenbar angeschrieben und ihn um eine Stellungnahme gebeten für einen Bericht im Tagesspiegel. Es geht dann um Fragen, weshalb Flair Unge bedroht habe, was dieses Verhalten über die für Flair im Urteil vom 3.3.21 gestellte günstige Sozialprognose aussage und ob Flair die Auffassung des damaligen Gerichts teile, dass Flair imstande sei, sich auch ohne Einwirkung eines Strafvollzuges straffrei zu führen. Also quasi so ein bisschen hier Bewährung gekriegt. Günstige Sozialprognose, aber dann jetzt hier Unge bedrohen. Sebastian Leber schreibt dann weiter, er brauche diese Antworten bitte bis Montag 12 Uhr. Also gestern. Flair zeigt, dass er darauf geantwortet habe, du bekommst noch deine Antworten. Woraufhin wiederum Leber antwortete, prima, bitte bis Montag 12 Uhr. Woraufhin dann wiederum Flair geantwortet hat, wieder Eier bekommen. Im Gerichtssaal warst du so am Weinen. Grüß mal Rosberg, mein Kleiner. Über diesen Screenshot legte Flair dann außerdem noch den Text, Deutschland versinkt im Chaos, aber der Typ muss Rapper provozieren für seinen nächsten Schwanzartikel. Aber damit noch nicht genug, denn bleiben wir nochmal kurz bei dieser Flair-Unge-Sache. Irgendwann im Rahmen dieses Flair-Unge-Dingens, Unge hatte veröffentlicht, angeblich von Flair bedroht worden zu sein und so weiter, hatte sich ja irgendwie auch Bones MC eingeschaltet und sich an Unge gewendet. Zumindest hatte Unge dann in einem Livestream gesagt, er solle Flair von Bones MC das Wort Eukalyptus-Bonbon ausrichten. Keine Ahnung. Auf dieses Wort Eukalyptus-Bonbon von Bones MC in einem Instagram-Kommentar angesprochen, antwortete Flair und bezeichnete Bones als Schutzgeld-Bones. Und da Bones MC ja jetzt seit dem Ruff-Release, da sind wir wieder am Anfang, endlich wieder auf Social Media aktiv ist, gab es dann auch endlich mal wieder eine Antwort von Bones MC gegen Flair. So postete Bones MC nämlich ein altes Foto von Flair, damals noch mit diesen weiten Klamotten XXL mit Cappy und betitelte dies dann mit dem Wort Legend. Außerdem postete Bones MC in der Story noch ein Cover einer alten Hip-Hop-Bravo, wo man auf dem Cover sieht, der geschminkte Bushido. Und dann noch abfotografiert eine Art Interview von Flair, wo Flair mit den Worten, wenn ich alleine zu Hause bin, laufe ich oft nackt rum und hol mir einen runter oder ich gucke Filme auf YouPorn, zitiert wird. Flair wiederum repostete diese erste Story von Bones mit den XXL-Klamotten von Flair und so weiter und schrieb hierzu, für diesen Post habe Bones eine Menge hinlegen müssen bei Berliner Großfamilien. Außerdem gab es dann ebenfalls noch ein altes Foto, diesmal von Bones und Jizzes, gepostet von Flair und Flair schrieb darüber Copycats. Mäßig, ihr habt unseren Style kopiert damals. Daraufhin reagierte dann wiederum Bones MC und postete ebenfalls ein altes Bild von sich, damals noch ein bisschen dünner und mit Fassglatze und schrieb dazu, wenn du endlich deinen Crackstein wiedergefunden hast. Wohl eine Anspielung darauf, dass Flair ja öfter mal die 187er auch Crack-Junkies genannt hat, nachdem in einer Zeitung berichtet wurde, dass bei Jizzes bei einer Hausdurchsuchung auch Crack gefunden worden sein soll. Hui, 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 hui. Alles in allem, ganz schön viel los in der Szene, ganz schön viel Beef, ganz schön viel Fitner. Frag mal Roos. Aber ich würde sagen, zum Abschluss nochmal was Emotionales. Denn gestern Nacht brachte Capital Bra seinen Track Die Wahrheit ist kein Hit raus. Und das ist wirklich ein emotionales Ding. Im Video sieht man Capi am Weinen und man hört Zeilen wie Ich habe meine Mama seit Monaten nicht gesehen oder Es wird hell und ich bin wieder Kaffer. Ich bin ein guter Rapper, doch kein guter Vater. Und wie oft bin ich meiner Frau fremdgegangen? Ich habe ihr wehgetan, nennt mich nicht Ehrenmann. Hui. Das geht unter die Haut. Und damit mit diesem emotionalen Ballast lasse ich euch jetzt einfach mal alleine und würde sagen, das war's von mir. Abonnier und aktivier die Glocke. Shishi. Lebensgefährlich. Ja.